Riley, das klingt nach Kraft und Zuverlässigkeit. In den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts waren das genau die Eigenschaften, die das traditionsreiche Familienunternehmen Riley so populär machte. Erfolge bei Rennen waren damals die Voraussetzung für die Automobilhersteller, um Fahrzeuge zu verkaufen. Bei Speedtrails, Bergrennen und Zuverlässigkeitsfahrten bewiesen sich die dynamischen 6- und 4-Zylinder-Modelle von Riley. Sportliche Lorbeeren holte man sich gar bei Le Mans und den berühmten Rennen von Brooklands. Ein besonders beeindruckendes Fahrzeug war der Riley MPH Racing. Der Prototyp des MPH wurde auf dem Chassis eines TT-Models aufgebaut und erhielt einen 6-Zylinder-Reihenmotor. Die Karosserie wurde komplett aus Aluminium gefertigt, auf einem Holzrahmen aus Esche aufgebaut und stark an den Formen der konkurrierenden Alfa Romeos angelehnt. Seinen ersten Einsatz fand der Prototyp des MPH-Rennwagens 1934 bei der Scottish Rally und erwies sich als äußerst konkurrenzfähig. Bei dem hier gezeigten Modell handelt es sich um einen wiederaufgebauten Riley MPH Special. Es wird angenommen, dass weltweit nur noch 14 oder 15 Originale von den damals 20 hergestellten Fahrzeugen erhalten sind. Original wurden drei unterschiedlich konfigurierte Motoren in die MPH-Modelle eingebaut. Erhältlich waren die Motoren in drei Hubraumgrößen, dem 1,5 Liter, einem 1,6 Liter und dem leistungsstärksten 1,7 Liter Motor, mit dem eine Höchstgeschwindigkeit von 146 km pro Stunde erreicht werden konnte. Alle drei Reihen 6-Zylinder-Motoren waren mit doppelt oben liegenden Nockenwellen ausgestattet. Diese Motoren waren eine Weiterentwicklung des erfolgreichen Riley IMP-Motors. Die Kraft wurde über ein unsynchronisiertes Getriebe auf die Hinterachse übertragen. Wahlweise stand auch ein sogenanntes ENV Preselector-Getriebe, eine Art Halbautomatikgetriebe von Armstrong Siddeley, zur Verfügung. Um die niedrige Seitenlinie zu erreichen, wurde der gesamte Rahmen unterhalb des Mittelpunkts der Hinterachse gelegt. Damit hat der Rennwagen einen sehr tiefen Schwerpunkt und eine ausgesprochen gute Straßenlage. Sowohl die Vorderachse als auch die Hinterachse sind an halbelliptischen Blattfedern aufgehängt. Für die Karosserieausführung typisch ist das runde Heck, unter dem sich der Tank befindet. Die sehr kleine Riley MPH-Serie wurde zwischen 1934 bis 1935 bei Riley in Coventry gebaut. Die wenigen Exemplare, die heute noch original erhalten sind, sind sehr begehrt. Zusätzlich wurden über die Jahre aufgrund der hohen Begehrlichkeit einige Specials-Nachbauten auf der Basis eines ähnlichen Riley-Modells mit gleichem Rahmen aufgebaut.